So Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Ich hoffe, es geht euch allen ganz gut und ich hoffe, ihr seid auch heute wieder auf ein neues gewappnet. Ich darf euch, wie an so einem anderen Tag, nämlich auch heute wieder auf ein neues begrüßen und das sogar zu einem altbekannten Videoformat. Heute probiere ich mich nämlich an der All-In-Challenge und das sogar mit einem etwas größeren Guthaben. Ich meine, 73.000 Dollar habe ich mir draufgelassen. Mit dem Guthaben haue ich auf den Putz. Und das hoffentlich mit Erfolg. Razer Returns ist ja immer für einen Abstecher gut. Drückt mir also gefälligst die Daumen. Ich starte auf jeden Fall mit dem ersten Bonus bei. Bevor ihr das Ganze jetzt aber falsch auffasst, ich kaufe mir natürlich nur den besten Maximalbonus. Sonst macht das Ganze wenig Sinn. Der beste bzw. der größte Maximalbonus bei dem Einsatz liegt bei 55.000 Euro. Bzw. 55.000 Dollar. Ich meine, bei Dollar gibt es halt andere Einsatzlimits. Und genau mit dem starten wir auch. Hoffentlich mit Erfolg. Gamblen werde ich das natürlich nicht. Ich nehme die Spins einfach so mit. Und ich hoffe einfach so auf einen guten Bonus, auf einen guten Gewinn und auf eine gute Session. Das könnte nämlich in beide Richtungen laufen. Sowohl ins Positive als auch ins Negative. Wobei das Negative zu guter Letzt halt doch etwas wahrscheinlicher ist. Trotzdem drücke ich mal meine Daumen. Einmal wollte ich mich an der Razer Returns All-In Challenge probieren. Ob ich dafür jetzt mit 70.000 Euro ins Casino reinspazieren hätte müssen, ist eine andere Frage. Vielleicht zahlt sich die Irrationalität aber auch mal aus. Ein Maximalgewinn wird mir meine Casino-Verluste allenfalls rückerstatten. Ein 100er wären das 10 Millionen Dollar. Wenn es kommt zu meinem Geschäft, ich glaube, das ist klar. Sonst wäre ich mit einem 3000x-Bonus auch schon mehr als zufrieden. Wobei ich vorerst mal, ja, einen Break-Even anpeilen. Für den fehlt ja auch so noch einiges. Ich bin, ja, 80% im Minus und, ja, ein Retrigger ist aufgrund dessen mal ganz gern gesehen. Ich bräuchte im allerbesten Fall halt ein paar Münzdrops, irgendwie ein paar 100er Münzen auf einer netten 30er Multi oder Respins, extra Algen, Wilds, wobei Münzen natürlich das außerkorene Ziel sind. Bis dato sehen wir vom außerkorenen Ziel aber wenig. Ich meine, das Einzige, das wir tatsächlich sehen, sind Deadspins. Das so einige. Das sind jetzt ja schon um die 15 Spins. Und die 15 Spins brachten mir um die 10 Deadspins. Und einen extra Retrigger. Ich meine, es freut mich, dass der mal mindestens kommt. Das sind 6 oder 7 extra Spins. 7 extra Chancen auf dem Hit. 7 extra Chancen auf Münzen. Aber auch die müsste man erstmal kriegen. Da bringt mir diese Ente-Haken-Verbindung auch nicht viel. Es ist halt ein 55.000 Euro Bonus. Für den braucht man noch so einiges. Und es kommt halt nur dann, wenn wir in erster Instanz mal was verbinden. Oder respektabel ein paar Münzen sehen. Das Top-Symbol bzw. das Second-Top-Symbol hätte gepasst. Würde mich allgemein mal über ein paar Verbindungen freuen. Offenbar knüpft mir BC Game den gewonnenen Taler aber auch wieder ab. So schaut's mal mindestens im ersten Anlauf aus. Ich bekomme nochmal einen Retrigger. Bin jetzt auch schon über 25 Spins drin. Das aber mit schwindendem Erfolg, um nicht zu sagen gar keinen Erfolg. Ich habe so einen 50er Multi, ich bekomme auch einen Tumble, alles gut und recht, klar. Es sind 15.000, das ist mehr als ich dachte für eine Dreierverbindung. Jetzt wäre mit Symbol gut gewesen. Blues all the way wären auch richtig gut gewesen, wobei es auch so gar nicht mal so ein schlechter Bonus ist. In Betracht der Spins schon, klar. Bei Razer Returns habe ich aber auch schon Schlechteres gesehen. Ändert nichts am Gesamtresultat, das ist ein Minus-Feature, klar. Für die Anzahl an Spins ehrlicherweise underwhelming. 55 haben wir aber auch ein zweites Mal und die pumpen wir auch jetzt wieder in den Bonus rein. Gammeln werde ich natürlich auch so nicht.
Wir nehmen die Spins mit. Ich könnte das natürlich auf 50 respektabel 100x gamblen. Ein 55.000 Dollar Bonus ist mir dafür aber einfach zu teuer. Deswegen nehmen wir die regulären Spins einfach mal mit. Und so schlecht starten wir gar nicht. Das ist zwar nur ein Low Symbol, das ist nicht die Welt. Sind aber auch mal 8.000 Euro Cashback. Das ist in jedem Spin. Oder ein Top Symbol, das wäre natürlich am allerbesten. Wobei ein zeitnaher Retrigger natürlich vonnöten wäre und ist. Sonst fliege ich hier früher als antizipiert mit einem richtig schlechten Bonus raus. Genau ein solcher ist es auch. Beim ersten Bonus haben wir uns noch gerettet, vom zweiten kann man das nicht behaupten. Aus 70 wurden 8. Und das binnen einiger Minuten. Ich freue mich auf jeden Fall nicht drüber, trotzdem kaufe ich mir mal den nächstgrößten Bonus. Das ist ein 5.500 Dollar Feature. Ein 10.000x Feature wird mich zum Break-Even manövrieren. Vielleicht kommt's ja. Wahrscheinlich ist es nicht. Was nicht kommt, kann aber noch werden. Hoffe ich jetzt mal mindestens, sonst war das wohl wieder ein Griff in die Toilette. Ich habe mir das Ganze nämlich ganz interessant ausgemalt. Ich wollte euch jetzt eigentlich auch im Traum ein richtig tolles Video auftischen. In Utopia, beziehungsweise in meinem Kopf, spielte sich halt Retrigger nach Retrigger ab, dann ein paar Münzen und irgendwie ein 300, 400, 500.000 Euro Gewinn. Gesehen haben wir den nicht. Sehen werden wir den auch nicht. Weil mindestens nicht, solange ich jetzt nicht bei den drei Münzen eine Tausender Münze sehe. Bronze, Bronze und Silber. Geht schlechter. Klar. Es sind 3,5. Aber auch so wieder ein Minus-Feature. Es ist halt Racer Returns. Ich frage mich so oder so, was mich dazu geritten hat, mich hier an der All-In-Challenge zu probieren, hätte ich gleich zu Gates gehen können. Die hätten mir die Einsatzlimits mit ein bisschen Bettelei wahrscheinlich eh hochgeschraubt. Jetzt kommt die Einsicht, aber vielleicht auch ein wenig spät. Um nicht zu sagen, viel zu spät. 80 sind, so wie es aussieht, nämlich recht schnell futsch und das auch recht sicher. Mal mindestens, solange ich hier nicht irgendwie eine Wende an Bord hole. Natürlich könnte ich mit mega viel Optimismus ein paar Retrigger kriegen. Aber selbst die garantieren mir keinen Gewinn. Ich hatte ja ein paar Retrigger im ersten Bonus. Wobei ein paar tatsächlich nicht mal reichen. Ich hatte tonnenweise Retrigger. Und trotzdem nichts. Ich hatte insgesamt nichts. Und das, obwohl ich es mir anders ausgemalt hätte. So sind 70 halb futsch. Es gibt Schlimmeres. Natürlich nervt es mich ein wenig. Irgendwie rede ich mir das aber mit den vorherigen Gewinnschönen. Ich hatte ja 350 über, habe jetzt 75 verballert. Ein Mini-Feature kaufe ich mir aber auch so noch. Vielleicht kommt ja auf den kleinstmöglichen Einsatz ein Maximalgewinn. Der wird auch so noch für einen Break-Even reichen. Also mal mindestens in der Theorie. 100.000x auf einen Zweier wären 200.000 Dollar. Kommen könnten die gern. Sehen lassen werden die sich aber auch nicht. Nicht mal mit richtig guten Wildlines. Das ist vielleicht ein Profitbonus. Nicht einmal. Beziehungsweise noch nicht. Es könnte ein Profitbonus werden. Aber selbst der kommt, wenn nur mit wenig Ertrag. Ich habe hier einen Tausender. Drei Algen, jetzt ein Full Retrigger. Oder nichts. Irgendwie mag ich den Slot nicht so gern. Trotzdem drückt man noch ein paar 55 Dollar Spins durch. Mit viel Optimismus, was bin ich mir ein Feature. Es wäre im allerschlechtesten Fall mal 5000 wert, sonst war heute wohl einer der schlechteren Tage. Ich meine, ich kann zu guter Letzt nicht immer gewinnen, das ist klar.
Trotzdem wäre mir ein etwas ansehnlicheres Video lieber gewesen, wobei es hier nicht nur ums Video, sondern auch um meinen Spielspaß geht. Ich werde jetzt ohnehin gleich mal meinen PC ruhen lassen, sonst komme ich noch auf sehr schlechte Gedanken und ich glaube, das wollt weder ihr noch ich. Ich habe in den letzten paar Tagen so oder so wieder etwas zu viel gegambelt. Ich bin ja langsam schon SVIP 19 oder 20 bei BC Game. Das klingt jetzt nicht nach sonderlich viel. Für jeden aufgestiegenen Rang braucht man aber nochmal 4, 5 Millionen Dollar extra Wager und so schnell, ja, kriege auch ich die nicht hin. Wobei, ja, ich denen offen gesagt so oder so den Verein bezahle. Ich habe in den letzten paar Tagen so oder so mal ein paar Blicke auf ein paar Casinos geworfen. Und mich hat es tatsächlich gewundert, dass Rollbit nicht so viel Geld verdient, wie ich ja eigentlich dachte. Das ist jetzt ja bei denen öffentlich einsehbar. Für all diejenigen, die damit gar nichts anfangen können, Rollbit hat einen hauseigenen RLB-Token, beziehungsweise es ist ein Token auf der Binance-Chain. Und anhand des Tokens bekommt man eben den prozentualen Anteil des erwarteten Gewinns des Casinos. Natürlich ist der erwartete Gewinn meist unter dem tatsächlichen Gewinn. Auf Jahrtausende soll sich das Ganze aber an den Wert nähern. Und das Casino bzw. Rollbit verdient am Tag nur, also nur unter Anführungszeichen, 1,5 bis 2 Millionen Dollar. Hätte ich jetzt selbst mit mehr gerechnet. Ich habe ja selbst schon an einigen Tagen fast 1 Million versenkt. Somit habe ich rechnerisch gesehen ja deren Gesamtgewinn für einen gesamten Tag selbst schon vergambelt. Und das in einem Tag, beziehungsweise in einigen Stunden. Da frage ich mich dann auch, wie viel Rubet und Stake verdient. Ich würde sagen, Stake verdient mal mindestens das Zehnfache. Vielleicht sogar mehr. Ich glaube, Rubet wird sich mit Rollbit den Platz teilen. Ich habe da in den letzten Monaten auch ein wenig was umgesetzt, um die 5 Millionen, um genau zu sein. Jetzt nicht mit richtig viel Erfolg, im selben Zug aber auch nicht wirklich mit halben Verlusten. Ich bin bei Rubet wohl um die 200.000 Euro im Minus und das über, ja, einen Account, sagen wir es mal so, bevor ich gesperrt werde. Aber vielleicht kommt ja auch mal wieder das Glück zu mir. Ich hätte auf einen großen Einsatz natürlich, auf einen großen Gewinn gehofft. Kommen es ja nicht. Abhalten wird mich der Spaß von zukünftigen Sessions, aber auch so nicht. Ich werde mich vielleicht in näherer Zukunft auch mal an ein paar 100.000 Dollar Gambles probieren. Ich hätte Lust drauf. Und da ich eben schon Lust drauf habe und ich ohnehin keinen Bezug zum Geld habe, könnte ich das Ganze auch mal anpeilen. Im Normalfall soll es ja auch, es sollte ja normalerweise auch nicht immer so schlecht laufen. Mindestens nicht in allen Fällen. Aber sei es drum, ich möchte euch gar nicht damit langweilen. Ich wünschte, ich hätte so einen, ja, Vertrag mit BC Game oder Rollbit oder wem auch immer. Dem ist, wie ihr wisst, aber nicht so. Ich bin ein Stückchen im Minus und das doch recht schnell. Wenn ich mich jetzt richtig gesehen habe, ich ungefähr um die 12 Minuten gezockt. Also hatten die mit mir allein schon einen Stundensatz von 350.000 Dollar. Damit lässt sich's auf jeden Fall leben. Macht es mir nicht nach. Ihr seht eh, wie es läuft. Cheers.